So. Desdemona hat einen Einsatz für dich. Ja, das mag sein. Ich habe jetzt hier erstmal mich mal ein bisschen beschäftigt. Ich habe jetzt die linken Beinchen in der Apokalypse, um die Leute auf YouTube auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist, wenn du in deiner eigenen Butze daheim Verkäufer Level 3 Stufe aufbaust und den Vortech-Freund, der jetzt zum Ghoul geworden ist, dahin setzt. Da kannst du diese epische Beinschiene kaufen und die ist ziemlich episch, wie ihr seht. Die hat zwar eine Menge Geld gekostet, aber wir haben gut gewirtschaftet, das ist alles in Ordnung. Wir sagen jetzt dem Railroad Bescheid, weil wir werden uns jetzt mit der Main Story weiter beschäftigen. Sagen der Railroad schon mal Bescheid, dass hier wir Bunker Hill angreifen und so weiter. Und dann wird alles easy sein, hoffentlich. Oh, und weggeportet hat sie sich. Ins Institut oder was? Wahrscheinlichkeit auf allen Nordrouten um 52%. 52%? Das ist untragbar gefährlich. Bullseye, was hältst du davon, wieder zurück ins Gefecht zu müssen? Das Gefecht und ich sind alte Freunde. Dann hast du dir den richtigen Beruf ausgesucht. Stell dir vor. Wir haben Schwierigkeiten mit Dr. Amari. Du hattest schon mit ihr zu tun. Aber vielleicht ist dir nicht klar, welche wichtige Rolle sie für uns spielt. Synths sollen in die Höhle der Erinnerungen gehen. Frau Doktor verpasst ihnen neue Erinnerungen, dann gehen sie wieder. Aber ihr letzter Patient steckt dort fest. Sein weiterer Weg wurde kompromittiert. Und wir suchen nach Alternativen. Okay. Warum bekommen Synths... Huch. Huch! Sorry. Neue Erinnerungen. Die Gedächtnissache ist freiwillig. Jeder Synth hat seine ganz eigenen Gründe dafür. Die meisten tun es, um nicht wieder eingefangen zu werden. Ein Synth weiß nichts über unsere Welt. Schon ein einziger Fehler könnte das Institut auf sie aufmerksam machen. Pam, was wäre, wenn wir einen Weg durch Lexington nehmen? Das Switchboard ist ein Nexus der Institutsaktivitäten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit steigt exponentiell zur Nähe zum Nexus. Im Klartext, Pam. Sie sagt, dass wir auf keinen Fall Einsätze im Umfeld des Switchboard durchführen dürfen. Wir müssen die Gen 1 auf dem ursprünglichen Weg beseitigen. Sag mir einfach, was ich machen soll. Ich sehe hier keinen Ausweg mehr. Wir machen es auf deine Art, Carrington. Geh zu Dr. Amari und sag ihr, dass kein anderer Weg möglich ist und du den Weg für ein letztes Mal räumst. Hier steht eine Menge auf dem Spiel, also gib dir Mühe. Natürlich tut es das. Ich bin so, sehr beschäftigt. Ich möchte aber, dass du mir die eigentliche Sache mal gibst. Kann ich mit dir reden? Beschäftigt dich etwas? Das Institut weiß über Bunker Hill Bescheid. Sie planen, die Synths zurückzuholen. Warum rennt die jetzt eigentlich von mir weg? Hallo! Kann ich mit dir reden? Beschäftigt dich etwas? Was ist denn das für eine unfreundliche? Das Institut weiß über Bunker Hill Bescheid. Sie planen, die Synths zurückzuholen. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Der Alte sitzt auf diesen vier Synths. Es gibt keinen anderen sicheren Ort für sie. Es ist wichtig, die Deckung beizubehalten. Aber das hier, das Opfer ist zu groß. Wie viel Schaden würde entstehen, wenn wir sie angreifen lassen? Uns gehen die Verstecke für unsere Synths aus. Darum setzen wir sozusagen alles auf eine Karte. Was würden wir verlieren? Vier Synths? Stockton? Einige unserer besten Agenten und die unvermeidlichen zivilen Opfer. Nein, diesmal nicht. Wir wussten nie, wann und wo das Institut angreift. Aber jetzt haben wir die Chance, den Spieß umzudrehen. Wir warten, bis der Feind in Position ist und schlagen dann zu. Hart. Niemand von ihnen kommt lebend zurück. Nur du. Verstanden? Wird das Institut nicht misstrauisch, wenn nur ich übrig bleibe? Du bist zäher als irgendjemand sonst bei ihnen. Wenn nur eine Person es überleben kann, dann du. Und es gibt keinen Widerspruch zu deiner Geschichte. Wir dürfen nicht zu früh angreifen. Okay. Wir müssen sie in die Todeszone locken. Dann schnapp die Falle zu. Du wirst wissen, wann. Wahrscheinlich gibt es eine Runner-Eskorte. Die musst du ausschalten. Das sollte nichts Neues für dich sein. Ist trotzdem gefährlich. Ist es das alles wirklich wert? Wir dürfen Stockton und die Synths nicht opfern. Wir sind zu wenige. Und wir können sie nicht verlegen, ohne ihre Deckung in Gefahr zu bringen. Es ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Also tu es. Okay. Puh. Das ist natürlich jetzt heftig. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für die Schlacht um Bunker Hill, ne? Anders kann man es wohl nicht... Also wir greifen quasi an, töten dann aber alle aus dem Institut und sagen dann am Ende, ja, wir haben überlebt. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, aber okay. Machen wir. Wir machen jetzt so lange
was heißt Institut-Story als letztes machen? Wir machen alles so sehr, dass ich auf jeden Fall alles perfekt abschließen kann. Was ich dann letztendlich mache, ganz am Ende, das sehen wir dann. Ich habe mir aber einen sehr guten Plan zurechtgelegt, sodass wir wirklich alles sehen werden am Ende. Denn das war ja der Hauptgrund, warum wir das hier angefangen gemacht haben. Hier, wenn wir jetzt auf den Spreewaldhof denken, ne? Da läuft das. So, na, ein bisschen Trash-Talk während der Ladezeiten, was anderes kann man ja gar nicht machen. Aber wenn die Ladezeit so lange ist, dann helfen auch irgendwann keine Spreewaldgurken mehr. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber jetzt, Dankeschön. So, Schlacht von Bunker Hill. Hm, da mag jemand keine Besucher. Wie sieht's aus? Darf ich doch noch einmal mit euch sprechen, bevor ich euch in Stücke reiße? Also willst du die Tour oder nicht? 10 Kronkorken. Mac, nein. Kein Interesse. Schlecht für dich. Mac, ich werde hier gleich alles zerreißen. Was kannst du heute anbieten? Mir ist es eigentlich alles ziemlich egal, was hier gleich passiert. Ja, ein bisschen Patronen hier noch. Black Ops Brustteil? Black Ops Brustteil? Ist das besser als das, was ich habe? Naja, minimal. Und ich glaube lieber Stärke und Ausdauer plus 1 ist aber auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, ich nehme das mal mit, das klingt interessant. Erhöht die Das hat ja noch mehr Black Ops Teile. Schieb mal schon nach rechts. Hi. Oh, das Teil ist sowas von viel besser. Dafür müsste ich auf Charisma und Intelligenz verzichten. Ich kaufe das... Oh nein, das Zeug ist deutlich teurer. Wow. Was ist da? Ach so. Okay, das ist ein bisschen teurer. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, das weiß ich nicht, aber du kannst mir sowas nicht anbieten. Jetzt sehe ich es erst. Sorry, ich habe ganz woanders hingeguckt. Alter, wie teuer das Black Ops Brustteil ist. Ich glaube, das muss ich doch. Ich habe gerade auf was ganz anderes geachtet, aber nicht darauf, dass das 3500 kostet. Alter, Verwalter. 15% mehr Körperschaden. Ja, aber wenn ich die jetzt alle auslösche, dann ist doof, weil das hätte ich vielleicht irgendwann mal genommen. Also zerstörter linker Arm. Reduziert den Schaden beim Blocken und Sprint auf 15%. Das wäre jetzt nicht so teuer, aber den linken Arm, damit definitiv was Besseres. Okay. Ja. Verrückt. So, sonst noch wer? Ich will jetzt noch mal einmal hier alles absuchen. Hey. Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Ja. Da gucke ich auch gleich noch mal rein. Ich habe jetzt primär nicht so viel zu verkaufen, ne, weil... Hey, hallo. Ich arbeite gerade an einem Slogan für die Klinik. Wie klingt, der Doktor ist da, der Schmerz ist weg. Könnte aber ein falsches Werbeversprechen sein. Naja, also, was gibt's? Das klingt irgendwie ziemlich scheiße. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Hat sie ein paar Stimpacks für mich? Kann. Ja, ich glaube, das kann nicht schaden, wenn wir ein paar mal kaufen, ganz ehrlich. So wie wir letztens die verbraten haben, ist das nicht schlimm. So. Oh, von dem müssen wir uns dann auch quasi verabschieden, oder? Ich betreibe 3 Karawanen, die durch das Kommen... Nee, ja eben nicht. Wir bringen sie ja nicht um. Was laber ich eigentlich? Wir bringen die ja nicht um. Cricket. Komm schon, hol dir deine Waffen bei mir. Kleine oder große, ich hab sie alle. Ich hab ein paar Minuten. Stimmt. Auf gut Glück, Knarre. Okay.
Oh, die hat richtig schöne viel Funktions. Die hatte. Oh! Hier gibt's Munition, die ich sogar ziemlich interessant finde. Muss ich doch mal wieder ein bisschen Geld ausgeben. Ich habe da so ein bisschen Schrotmunition. Davon habe ich nämlich so gut wie fast gar nichts. Ja, ein bisschen was. Besser als nix. Okay. Witzig. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen was ausgeben. Das hilft alles nix. So. Aber wir kommen zurück und dann werden wir ganz viel Gold hier ausgeben. Oder vielleicht daheim. Mal schauen. Ja, stimmt. Wir werden hier gar keinen töten. Das habe ich ja ganz vergessen. So. Ihr seid vorbereitet hier? Hey, Sünd. Ich habe auf Sie gewartet. Also, wie ist die Lage? Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Aber es eskaliert eh. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Ja, alles klar. Nicht vergessen, die Synths sind das Hauptziel. Schäden müssen unter allen Umständen vermieden werden. Missionsparameter haben sich geändert. Ich weiß. Töten wir jetzt die Synths oder wen töten wir jetzt? Wir wollen doch die Synths eigentlich auch beschützen. Wieso? Wen greifen wir jetzt an? Ich bin mega verwirrt, Mann. Bruderschaft. Hä? Jetzt sind sie alle da. Ich habe den Schlüssel nicht. Und warum habe ich den Schlüssel nicht? Ich halte mich einfach raus, oder? Ich mache einfach gar nichts. Also töten in dem Sinne. Ja. Hilfe? Ich glaube, ich kann einfach so rein, oder? Auf geht's. Geh weg, du fette Kuh! So, ich halte mich raus. Okay, und Werkzeugkeller. Ich kümmere mich einfach nur um mein Ziel. Ich mach gar nichts. Außer hier kommt mir jemand blöd. Dann komme ich ihm auch blöd. Also wir sind schon mal drin. Schon mal gut. Was? Kommt der Ärger? Gottes Willen! Alter, was ist denn hier los? Ich gehe einfach weiter, ihr könnt mich alle mal. Lass mich durch! Boah, willst du mich verarschen? So, Wunderkleber, jawoll. Scheiß drauf, mit Geschütztürmen ist nicht zu spaßen. Sag doch, mit denen ist nicht zu spaßen. So, wir sind wenigstens schon mal richtig. Servus. Ah, das sind sie. Alles klar. Es geht hier so? Nichts. Muss ich sie jetzt rausbringen? Bruder, Sünd. Komm, bitte. Tu es nicht. Was? Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Na schön, Sünd. Bitte. Z322, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Gamma 49 Typhoon. Und das habe ich jetzt warum gemacht? Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt.
F633. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Warum sollte ich sie zurücksetzen? Warum tue ich das? Ich bin mir ehrlich gerade gesagt nicht sicher. Ist das richtig? Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Y915. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta 77 Tempest. Ich mach das jetzt einfach Luda, mal. Luda, Synth. Wir werden schon sehen, was passiert. Tu es nicht. B257. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Theta 93 Stratus. War das jetzt richtig? Ich bin voll verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, hätte ich sie jetzt wegschicken sollen? Also rausbringen sollen? Nee, er wollte sie mit der Trans... Ich hab das schon richtig gemacht, weil der wollte sie ja porten, ne? Also war das schon richtig, was wir gemacht haben. Es ist so verwirrend, ich hab so viel am Hut einfach, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was hier richtig und was falsch ist. Das ist ganz schlimm. Oh Gott. Was ist das hier für eine kranke Waffe? Das ist kein Institutgewehr, das da liegt. Nehmen wir mal mit. So, ich verschwinde. Mann! Jetzt geht mir schon wieder im Weg um, ey. Nee, hier komme ich. Ja. Ich sag doch, es ist alles sehr verwirrend. Mann. Nee, da komme ich jetzt her. Also das heißt, ich muss da zurück. Okay. So. Und es ist schon sehr spät. Das darf man mir jetzt echt einen Hebel nehmen hier. So, jetzt habe ich es geschafft. Juhu. Habe ich das richtig verstanden? Dass unser Sohn da ist? Oh oh. Nee, ich muss einfach wieder zurück. Aber das hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt, dass ich mit dem... in den Ruinen... Nee, ich muss... Ich treffe mich wirklich mit meinem Sohn außerhalb des Instituts? Oh Mann, oh Mann. Schauen wir mal. Das wäre ja krass, wenn wir unseren Sohn außerhalb des Instituts sehen würden, aber scheinbar... ist das wohl nicht so unwahrscheinlich. So, komm schon. Ich will wissen, was da jetzt auf sich hat. So. Ja, es ist Montag, morgens um 4 Uhr. Wir machen auch gleich Schluss. Keine Sorge. Ja, das hat er aufgebrochen vorhin, das haben wir ja gesehen. Und ich muss jetzt hier rein. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was er da jetzt drin macht. Bewegung entdeckt. Was? Seltsam. Wer das sein? Nein. Ich muss hier definitiv nicht rein. Immer da. Oder doch? Ich bin jetzt mega verwirrt.
Warum sollten wir uns jetzt dort treffen? Doch, tatsächlich, da oben steht er. Oh mein Gott. Da steht er wirklich einfach so. Mein Sohn. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Deswegen wundere ich mich ja auch. Einmal, seit dem Tag, an dem Sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Warum bist du dann hier? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Ihr habt mich eingefroren. 60 Jahre lang. Das haben sie. Und zwar aus gutem Grund. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Deine bedingungslose Liebe ist überwältigend. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe, dass du gekränkt bist. Aber du musst auch verstehen, dass es für mich keine Liebe gab. Bis jetzt waren wir beide Fremde. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Das alles ist für dich. Bin ich für dich nur ein weiteres Experiment? Nein, das ist nicht alles. Trotzdem bin ich froh, dass es so gekommen ist. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Was meinst du damit, dass die Synths umfunktioniert werden? Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Und weg war er. Okay, und jetzt sollen wir also quasi die nächste Stufe dieses Instituts angehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, was mein Sohn mir da gerade alles so erzählt hat.
Das wühlt viele Sachen auf. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut.